Moin. Zwei Sachen vorab. Das Video wurde letztes Jahr irgendwann ganz weit weggeschossen. Ich hatte es irgendwie lange nur so halb fertig. Problem war immer das Color Grading, deswegen entschuldigt bitte auch das Color Grading. Ist ein Ding, muss man noch dran arbeiten. Habe ich auch leider ein bisschen falsch aufgenommen. Screw it, ich dachte, ich bringe es einfach mal raus. Enjoy. Ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Ein bisschen geht noch. Perfekt. Wie ihr seht, das Glas ist voll. Heute gibt es Full Send Mode, denn ich habe Ferien. Und ich habe keine Ahnung, was für eine richtige Art von Video das wird. Auf jeden Fall werde ich heute ein, zwei Fragen beantworten, die ihr mir auf meinem Kauf- und Sweet-Account gestellt habt. Frage Nummer 1. Was reizt dich so am Fotografieren? Im Unterricht hatten wir jetzt das Thema, wie man Momente einfrieren kann. Und ich glaube, das kann die Fotografie neben unserem Gedächtnis ziemlich gut. Und das ist, glaube ich, das, was mich in der Fotografie ziemlich reizt. Dass jeder Moment endlich ist, ist ja irgendwo klar und vor allem vergänglich. Aber dann auf der anderen Seite ein Medium zu haben, wie man genau diesen Moment festhalten kann und irgendwie die Realität in einer abgewandelten Form unendlich macht. Ich suche übrigens Fotos. Natürlich sind Fotos nicht für die hundertprozentige Unendlichkeit, aber sie lassen Momente länger leben. Und deswegen bin ich auch in letzter Zeit so ein Fan von Analogfotografie geworden, weil man da nämlich die Bilder direkt ausgedruckt hat. Und man hält irgendwie so ein... Man hält eine Erinnerung in der Hand fest. Und ich glaube, da gibt es gerade noch einen ganz großen Unterschied zwischen Porträtfotografie, einfach nur Menschen ablichten, um sich auf Instagram gut zu präsentieren, und um Fotos zu machen, die Bedeutung haben. Und das ist das Ziel. In dem ich noch nicht ganz angekommen bin. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung so. Okay, ich weiß, wo ich die Fotos finden kann. Aber bevor ich mich darum kümmere, hier im Hintergrund, übrigens sehr zu empfehlen, weil mich immer viele fragen, wo ich meine Inspiration herbekomme. Halt die Fresse, ey. Das heißt Short of the Week. Sehr zu empfehlenswert. Sehr kreative Filme. Kann man sich gönnen zwischen 10 und 20 Minuten. So, jetzt back to business. Oma. Ja, hallo. Hallo Oma. Ich wollte mal eben fragen, ob du zu Hause bist und ob ich mal eben kurz vorbeikommen kann. Ja. Ich müsste nämlich, glaube ich, noch einmal kurz an deine Fotobox. An meine Foto? An die Fotos. Ja, okay, Oma. Dann, was sagst du, eine halbe Stunde? Ja, von mir aus kannst du sofort kommen. Ja, okay. Dann mache ich mich auch mit. Ja. Bis gleich. Ja, tschüss. Tschüss. Auf geht's. Überall Fotos, ich könnte alle Schränke hier aufmachen, ist alles voller Fotos. Und dann beschweren sich mal alle, wie die Jugend hätte so viele Fotos auf dem Handy. Was ich sagen will. Ich habe jetzt hier schon echt eine Unordnung angestellt. Dieses Foto zum Beispiel.
Hat wahrscheinlich mein Opa gemacht. Mittlerweile denke ich echt, vielleicht habe ich auch irgendwas von ihm geerbt. Und ich denke mir oft, wenn meine Oma sich das jetzt anschaut, dann ist das doch wie so ein Gedankenanstoß zurück zu dieser Zeit. Und man hat im Prinzip schon irgendetwas, was einem so ein Bild aus diesem Moment gibt. Und man hat eine Möglichkeit, vielleicht das Ganze zu rekapitulieren oder sich zurückzuerinnern. Und natürlich gibt es solche auch in historischen Fotos. März 1957. Ich habe keine Ahnung, ob das Foto auch mein Opa gemacht hat, aber es gibt ganz viele solche historische Fotos, welche jetzt unheimliche Bedeutung haben, wo ich ziemlich überzeugt bin, dass die Fotografen nicht einmal wussten, was für einen historischen Moment sie hier gerade festhalten. Und diese Magie, die dahinter steckt, das fasziniert mich. Aber das muss auch nicht unbedingt historisch sein, sondern das kann genauso gut auch in unserem Zeitalter passieren. Wenn wir uns zum Beispiel mal den Fotografen Brandon North anschauen, der hat zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung ein wenig mit dokumentiert. Und das ist natürlich auch fragwürdig. Vielleicht hat er hier auch einen ganz entscheidenden Punkt dokumentiert in der Geschichte der sozialen Gerechtigkeit. Who knows? Das ist der historische Aspekt. Und vielleicht einfach mal diese ganzen Kenntnisse zu haben und irgendwann selbst so ein Foto zu machen. Für die Nachwelt, vielleicht aber auch schon für die Gegenwart. Ah, es wär cool. So, ab nach Hause, ich hab Hunger. So, liebe Freunde, kommen wir zum Ende. Okay, also, festzuhalten ist, wir haben den historischen und wir haben den künstlerischen Ansatz. Welcher von beiden es letztendlich wird, ist eh noch dahingestellt. Ich glaube, das kann sich früher oder später entwickeln. Wichtig ist aber, ich habe heute folgenden Satz gesagt. Um Fotos zu machen, die Bedeutung haben. Und das ist das Ziel. Exactly. Dass es nicht schlimm ist, dort noch nicht angekommen zu sein, ist klar und irgendwo auch selbstverständlich. Und das ist letztendlich, glaube ich, der Hauptgrund, der mich an der Fotografie reizt, dieses endlose Lernen. Und dass der Prozess bis zu dem Ziel, also der Weg bis hin zum Ziel, ganz viel Neugier und Wissensdurst erfordert. Und ich glaube, wenn man auf dem Weg einfach ganz viel lernt und sich die Basics der Fotografie antrainiert und zunehmend merkt, auch in welche Richtung man gehen möchte, dann hat man alles richtig gemacht und eventuell sein Ziel erreicht. Und der Prozess, der reizt mich. Mehr habe ich nicht zu sagen. Wir sehen uns, Freunde. Ach, und das letzte Wort gehört meiner Oma. Wir haben viele Fotos gemacht. Das ist aber, das ist unser Leben. Das ist unser Leben.